Als sich vielleicht vor 1000 Jahren die ersten Menschen im Tal des Ilakaka ansiedelten, da wussten sie nicht, dass unter ihren Füßen im rötlichen Wüstental Saphire lagen. Schmelzkristalle, die vor 3 Milliarden Jahren von ungeheuren Wassermassen wie Kies davongeschwemmt worden waren und sich im Flussbett abgelagert hatten. Das Tal, es gibt es noch, auch den Fluss Ilakaka, doch heute ist hier alles anders. Die Menschen sind in einem fatalen Traum an die Saphire gefesselt. Acht Monate graben sie nun schon an diesem Loch. Heute sind es 60 Männer. Ihre gemeinsame Illusion, eines schönen Tages mit Saphiren reich zu werden. In der Regenzeit rutscht der sandige Boden immer wieder nach. Deshalb müssen sie sich besonders schinden. Erst den Schlamm wegschaufeln, dann noch ein paar Meter tiefer und sie werden die edelsteinführende Schicht von Kies und Schotter erreicht haben. Meter ist der Krater tief. Menschen statt Maschinen. Die Wasserpumpe ist das einzige Gerät. Das Loch ein gigantischer Moloch. Und es trägt einen Namen: die Schweizer Bank. Bon Suisse. Mbriana ist 36 und seit Anfang an mit dabei. Seit 15 Jahren arbeite ich hier. Die Männer sind wortkarg, manche misstrauisch, allesamt Tagelöhner, der jüngste 16 Jahre, keiner älter als 40. Ihr Lohn pro Kopf für einen Tag umgerechnet 1,70 Euro. Das tägliche Reisgericht kostet sie allein 1 Euro. Die Arbeiter sagen, immer noch besser als gar nichts zu haben. Morgens 4 Stunden graben, nachmittags wieder 4 Stunden, bei 38 Grad im Schatten. Madagaskar ist eines der ärmsten Länder der Erde. Es heißt, man habe das Edelsteinvorkommen entdeckt, als man einen Viehdieb ertappte, der einen blauen Stein am Hals trug. Das war eines Tages im Jahr 1998. Hier an der Brücke, wo die Route Nationale Z über den Fluss Ilakaka führt. Dort habe der Mann den Edelstein im Flussbett gefunden. Damals bestand der Ort aus ein paar Hütten. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht. Ein regelrechter Saphirrausch ließ mitten in der heißen Ebene eine Stadt entstehen. Was eine Zufallsentdeckung war, inzwischen hat sich das Tal als die bedeutendste Saphirlagerstätte der Erde entpuppt. Der Ort trägt den Namen des Flusses, Ilakaka. Der Flecken im Tal ist der Inbegriff einer wild gewachsenen Siedlung. Aus dem ganzen Land strömen Menschen hierher, um den blauen Saphir zu suchen. Die Einwohnerzahlen schwanken, 30.000 Menschen sollen es sein, meist illegal und in prekären Umständen. 2/3 sind hoffnungsvolle Männer unter 30, Frauen weit in der Minderzahl. Alle sozialen Folgen inklusive. Es mag so aussehen, aber Ilakaka ist kein Ort wie jeder andere. Es ist eine chaotische Goldgräberstadt ohne Infrastruktur, ohne offizielle Existenz als Gemeinde. Und doch gibt es alles. Bretterbuden und Basare, Märkte und Malaria, arme Männer und billige Mädchen. Vor allem hinter den Kulissen Kriminalität und Korruption. Was es nicht gibt, sind hygienische Verhältnisse, öffentliche Schulen oder Verwaltung. Sauberes Wasser oder einen Arzt sucht man hier vergebens. Alle träumen nur vom großen Fund, von Saphiren, Rubinen, die man im Tal findet, von Topasen und Aquamarinen. Hey, komm jetzt hoch. Ja? Ja, so ist es gut. Am alten Flussbett draußen vor der Stadt haben sich 4 junge Männer zu einer Seilschaft zusammengeschlossen. Sie sagen, sie graben auf eigene Rechnung, mit ihrer eigenen Methode. Yo.
Hey, hallo. Das hier, das ist mein Schacht. Meiner. Meter ist das Loch tief, aber seit 2 Jahren haben sie nur ganz kleine Saphire gefunden. So wenig, dass sie zwar überleben, aber manchmal nur an 4 Tagen in der Woche etwas zu essen haben. Entmutigen lassen sie sich deswegen nicht. Klar, bis zum Ende machen wir weiter. Ich will den großen Stein finden, den Stone. Und wenn du ihn dann gefunden hast? Den verkaufe ich. Und dann kommt ein neues Leben. Dann wird alles anders, wenn ich was finde. Dann kaufe ich mir ein Auto. Ja, ein neues Leben, wie alle anderen. Ein Auto, Drinks, ein paar Frauen im Arm. Wowo heißen die kaum gesicherten Röhren. Sie sind grundgefährlich. Vor allem zur Regenzeit stürzen die Schächte leicht ein. Ihre sei eine sichere Sache, sagen Fabien und Marot und zeigen stolz, wie sie die Stollen ausbauen. Hunderte wurden unter der roten Erde schon lebendig begraben. Offizielle Zahlen gibt es keine. Auch sie haben schon Freunde verloren. Ab 30 Meter Tiefe, da entwickeln sich Gase. Da kannst du nicht atmen, da wird es gefährlich. Du stirbst. Wenn keine Luft mehr da ist, musst du aufhören. Die Jungs sind keine freien Glücksritter. Umgerechnet 200 Euro müssen sie dem Landbesitzer zahlen für das Recht, eine Woche lang zu graben. Die Gegend ist fast völlig abgeholzt. Bretter und Stützen für 1 Meter Ausbau kosten sie genauso viel wie 1 Kilo Reis. Viele haben dafür einfach kein Geld. Wenn die keine Stützen einbauen, dann werden Leute verschüttet. Ich habe keine Angst. Ich bete einfach zu Gott. Also Saphire suchen mit dem Mut der Verzweiflung. Ups! Okay, okay. Das ist ein Stollen. Madagassische Technik. Ganz schön hart. Guck mal, was da krabbelt. Oh Mann. Von Unfällen, da erzählt Sylvain ungern, denn er ist abergläubig. Dann doch lieber die Geschichte von dem Mann, der verschüttet, aber gerettet wurde. Nach dem Einsturz hatten die Minenarbeiter sofort nach ihm gegraben. Die Tradition verlangt es, dass kein Mensch unter der Erde bleibt. Nach 72 Stunden, die der Steinschürfer ohne Essen und Wasser ausgehalten hatte, holten sie den Überlebenden dann aus dem Stollen. Ein Stück die Straße runter findet man jene, die absolute Macht im Tal des Ilakaka haben. Hier
haben sie ihre Kioske aufgebaut. Alle, die nach langem Graben ihre kostbaren Funde verkaufen wollen, müssen hierher, zu den Buden der großen Ankäufer. Unter ihnen kein einziger Madagasse. Die Bosse, wie sie genannt werden, kommen allesamt aus Thailand und Sri Lanka. So wie Ramsi, der seit 13 Jahren hier ist. Zuerst schaue ich, ob der Stein sauber ist. Dann, wie seine Form und seine Größe sind. Und wie viel Karat wir rausholen können. Dann erst mache ich einen Preis. Hunderte solcher Aufkäufer gibt es hier. Kaum einer will reden. Denn wer gibt schon gerne zu, dass sie für die Rohsteine aus Ilakaka nur ein Fünftel des Preises zahlen, den man in Asien bekommt? Die ausländischen Steinhändler kennen den wahren Wert der Rohsaphire. Die einfachen Schürfer werden abgezockt. Außerdem haben die Ausländer ein perfides System aufgebaut. Dem korrupten madagassischen Staat kaufen sie die Konzessionen zum Graben ab und verpachten den einheimischen Minenarbeitern dann begrenzte Schürfrechte. Gleichzeitig verkaufen sie den Steinsuchern alle notwendigen Werkzeuge und Lebensmittel. Denn die Sri Lanka sind auch die Ladenbesitzer vor Ort. Resultat? Oft graben die einfachen Madagassen jahrelang, bloß um sich von ihren Schulden bei den asiatischen Gläubigern freizukaufen. Ein Teufelskreis der Abhängigkeit. Alle besseren Steine werden illegal aus Madagaskar exportiert, ohne Zoll, am Staat vorbei. Sie landen vor allem in Sri Lanka, wo die Steine geschliffen und am internationalen Markt als asiatische Saphire zum zigfachen Preis weiterverkauft werden. 600 Steine bekommt Ramsi am Tag zu sehen. Kaufen tut er nur wenige. Das Geschäft mit den Edelsteinen ist ein Gemisch von Vertrauenssache und Betrug. 150 Euro. Willst du mich umbringen? Leg noch 100 drauf. 200. Komm, für 200. Nein. 175 Euro. Nein, 150. So läuft das hier, das ist ganz normal. Aber der kommt schon wieder. Die Händler haben sich abgesprochen und drücken die Preise. Die einfachen Minenarbeiter sind Opfer dieses Kartells. Woanders können sie nicht verkaufen. Und so kommt auch unser Mann tatsächlich wieder. Ah, da bist du ja wieder, Papa. Ganz schön hektisch. Der andere will nicht mehr. Also 50, 150 Euro. Und mein Auto obendrauf. Was wollt ihr noch von mir? Nein, das war kein guter Preis. Der hat mich über den Tisch gezogen. Ich habe nur verkauft, weil ich noch Schulden hatte. Wer tatsächlich ein gutes Geschäft gemacht und Geld in der Tasche hat, der tut gut daran, den Platz so schnell wie möglich zu verlassen. Große Steine verkaufen die nicht hier am Stand. Nur die Saphire für unter 3.000 Euro. Die richtig großen Brocken werden versteckt verkauft. Denn jeder hier hat Angst. Wenn du was verkauft hast, kommen nachts andere mit dem Revolver und wollen dein Geld. Also haben die große Angst. Eine ganze Menge Leute sind hier im Busch schon ermordet worden. Eine Menge. Inzwischen geht es an der Schweizer Bank, der großen Grube, auch in der Mittagshitze weiter. Die 60-Tage-Löhner sind am tiefsten Punkt angelangt. Der Vorarbeiter erklärt, dass sie auf die sogenannte Karoka gestoßen sind, die Saphirader mitten in einer Kiesschicht. Jetzt, wo sie mit Ausschürfen fertig sind, holen sie den Kies hoch, um ihn zu sieben. 20 Tage dauert das.
Der Boss entscheidet, wie es weitergeht. Da der riesige Tagebau nicht weit entfernt von der einzigen Überlandstraße liegt, machen hier ab und an Touristen Zwischenstopp. Ergriffen sind die Reisenden vor allem von der Exotik des Ortes, weniger von den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen. Eine Viertelstunde die visuelle Ästhetik des Proletariats bestaunen. Das muss eine ziemlich mühsame Arbeit sein. Will man da noch Saphire kaufen? Aber ja, durchaus. Trotz der Plackerei? Naja, wenn man das sieht, dann genießt man es doch doppelt, Schmucksteine zu kaufen. Da gibt es nichts zu bedauern. Kein schlechtes Gewissen? Nein, überhaupt nicht. Das muss man zeigen. Das muss man gesehen haben, wie die hier schuften. Und nur um was zu essen zu haben, das lässt einen doch nicht kalt. Da begreift man, dass die einzigen, die hier Profit machen, die Aufkäufer der Steine sind und die Besitzer der Grube. Die jedoch sind kamerascheu, obwohl einer tatsächlich in Ilakaka einen Schmuckladen aufgemacht hat. Steine werden hier zu einem Bruchteil des Preises verkauft, den man in Europa zahlen müsste. Hier an der Quelle treffen sich sozusagen der Traum vom schnellen Geschäft mit dem vom guten Schnäppchen. Ob die Mineralien wirklich von hier stammen oder synthetische Importe sind, kann niemand überprüfen. Wie Sklaven im eigenen Land haben die Tagelöhner inzwischen einen Haufen von 5 Kubikmetern aufgeschüttet. Der Vorarbeiter überwacht weniger den Fortgang der Arbeiten als die Arbeiter selbst. Viele der Männer stehlen auch Steine. Die verschwinden dann im Mund oder in der Tasche. Über Nacht bleibt der Haufen liegen und 6 Mann halten Wache. Denn manchmal gibt es Banden von Dorfbewohnern, die den Kies stehlen. Jeder hier hat angeblich schon von Leuten gehört, die einen großen Fund gemacht haben. Doch auch Sylvain, der Mann aus dem Stollen, kennt niemanden persönlich. Es ist wie ein Mythos. Solange der Traum vom Saphir auf sich warten lässt, verdient sich Sylvain nebenbei ein Auskommen als örtlicher Cannabis-Dealer. Die meisten Menschen in Ilakaka sind Analphabeten. Mit Geld, gar mit schnellem Geld umzugehen, hat auch Sylvain nie gelernt. Es gibt Tage, da arbeite ich nicht. Die Arbeit ist einfach zu hart. Maximal 2 Tage Arbeit, dann wieder 2 Tage frei. Und in der freien Zeit? Da gibt's Trinken, Trinken, Trinken. Nüchtern betrachtet sieht die Realität weniger rosig aus. Hier wohne ich. 200 Euro mussten sie für das Grundstück zahlen. Heute ist Sylvain 30. In den Minen unter Tage will er noch 6 Jahre arbeiten. Dann sei er sowieso zu alt. Dass er, wie die meisten, hier feststeckt in einer nicht geringer werden wollenden Armut und Perspektivlosigkeit, das verdrängt der kiffende Familienvater. Das ist cool. Meine Frau, meine Tochter, mein Sohn. Das ist mein Zuhause.
Aber provisorisch sei doch alles. Später wolle er ja Taxifahrer werden. Mitgefangen in Sylvains Familienträumen ist vor allem seine Frau Hélène. Sie folgt mir bis zum Ende. Bis in alle Ewigkeit. Im Sog der Edelsteine ist das Schicksal der Frauen oft noch weiter beschnitten als andernorts. Hélènes Lebensweg wird bescheiden bleiben. Wenn sie Glück hat, endet sie wie diese Frauen. Sie versuchen noch die Reste von dem zu verkaufen, was die Männer in den Gruben gefunden haben. Kleine, trübe und blasse Steine, die verramscht werden. Die Chefs, die das kaufen, das sind Thailänder und Afrikaner. Dann sagt sie noch, dass Frauen aber besser handeln könnten als Männer. Es geht nach Gramm. 100 Gramm, 20.000 Ariary. Also knapp 7 Euro für ein Säckchen minderwertiger Steine, die in Industrieländern durchaus noch ihre Verwendung finden. Wie eine Raupe frisst sich die Suche nach den Saphiren weiter durch das Tal des Ilakaka. Die verzweifelten Sucher graben sich weiter durch das alte Flussbett. Der Wasserlauf ist 250 Kilometer lang. Die Landschaft liegt zerlöchert wie ein Schweizer Käse. Arbeitsbeginn ist um 6, solange es noch kühl ist. Je weiter die Grabungen fortschreiten, desto tiefer müssen die Männer runter. Die Bedingungen werden immer gefährlicher. Sein Leben hängt an einem alten Seil und an einem geflickten Plastiksack. Da unten ist einer und ich pumpe Luft runter, die er braucht. Die Schächte sind 27 Meter tief. Dort gibt es Gase. Sein Leben ist seit Jahren reduziert auf Graben und Hoffen. Hoffen auf ausreichend Sauerstoff und auf den großen Saphir. Wieder nichts. Die Landbevölkerung ist so arm, dass überall längs des Flusses immer neue wilde Ansiedlungen entstehen. Aus Palmen, Lehm und Abfallholz. 120.000 Menschen mit ihren Familien hat der Traum vom schnellen Reichtum inzwischen schon an den Ilakaka gelockt. Die Jungs, die hier den Flusskies sieben, sind 12 Jahre alt. Seit 4 Jahren arbeiten sie Tag für Tag. Nicht wenige haben Rückenschmerzen und Verkrümmungen durch die schwere Arbeit. Keines der Minenkinder hat je eine Schule gesehen. Manche sind unterernährt. Von den über 20.000 Kindern in der Region arbeiten fast alle. Die Großfamilien zählen oft 10 bis 15 Personen. In Madagaskar dürfen Jugendliche zwar offiziell erst arbeiten, wenn sie 15 Jahre alt sind, doch die Armut hebt alle Gesetze auf. Ein Fatalismus, den nicht einmal die Betroffenen in Frage stellen. Wir arbeiten alle in der Familie, auch die Kinder. So ist das. Der Kies kommt auch in Säcken von den Minen. Die liegen 15 Kilometer von hier. Zu Mandeha,
Morgens um 11 fangen wir an. Es läuft nicht gut. Manchmal verdienen wir 500 oder 1000 Ariary. Das ist nicht genug, damit alle essen können. Hier, das ist alles, was wir an einem ganzen Tag gefunden haben. Der ist noch nicht mal 30 Euro Cent wert. Dabei sind wir 8 Leute, die suchen. Für ihre 12-jährige Tochter wünscht sich die Mutter einmal ein anderes Leben als das ihre. Wenn das Mädchen nicht bald eine Ausbildung bekommt, wird sie nie eine Chance haben. Ihre Mutter träumt davon, dass sie noch zur Schule gehen kann. Ärztin soll sie werden. Ein Traum, kaum ausgesprochen, schon zerplatzt. Die Edelsteine sind auf einer Fläche von 100 Quadratkilometern unter der kaum fruchtbaren Erde verborgen. Noch Generationen von Minenarbeitern werden hier nach dem blauen Glück graben. Niemand kümmert sich um sie. Dabei sind es gerade mal 2 Tagesreisen bis in die Hauptstadt. Doch humanitäre Organisationen lassen sich kaum blicken. Der korrupte madagassische Staat verschließt die Augen davor, wie einer der größten Schätze des Landes geplündert wird. Noch schlimmer, wie seine Menschen ausgebeutet werden. Angefangen haben sie als junge Männer. In den Minen werden sie kaum älter als 50. Seit 98 bin ich hier. Wie alt ich bin? Jetzt bin ich 32. Sie fragen, ob du noch Träume hast. Ja, wenn ich was finde, kaufe ich ein Cebu und gehe. Für heute ist Feierabend an der Schweizer Bank. Morgen früh kommen sie wieder Saphire suchen. Die Illusion vom großen Fund haben viele der Männer verloren. Die einzige Alternative zu dem Hungerlohn aus dem Bergbau, das wäre noch größere Armut. Dennoch träumen manche insgeheim davon, wie sie eines Tages von hier wegkommen. Weg aus Ilakaka, weg aus dem verdammten Tal der Saphire.